Die Puppe ist wieder da. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das mit der Puppe nochmal machen. So lange, bis er das Richtige tut wahrscheinlich, oder was? Muss ich ihn dazu zwingen, dass er jedes Mal immer wieder seine Puppe da hat, oder was? Ich habe keine Ahnung. Bitte, ich muss... Meine Geliebte, ich werde sie tragen und in Sicherheit bringen. Sollten die Fanatiker sie in die Hände bekommen, müsste ich sie alle töten. Meine Verlobte muss krank vor Sorge um mich sein. Wieso rennt er davon? Wieso rennt er davon? Irgendwas muss ich mit der Puppe machen. Ich habe keine Ahnung. Da ist einer gestorben. Sie ist gestorben ohne irgendwas. Das ist irgendwie sehr merkwürdig alles. Kann ich das Tor verrammeln oder was? Geschlossen gehalten. Die Eindringlinge brechen durch. Ich tanzte um Regen, doch es hilft nichts. Desideratus hängt ein wenig zu sehr an dieser Puppe, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie tanzen nicht gern. Das fände ich gruselig. Altair überbrachte uns die Nachricht von den Eindringlingen. Ich rannte zur Mauer, um es selbst zu sehen. Dort tanzte ich um Regen. Mhm. Ich sah, wie sie in den Sumpf und das Sammelbecken eindrangen. Ich versuchte, die Wachen zu warnen, damit sie die Tore zum Sammelbecken verbarrikadierten, doch ich kam zu spät. Die Fanatiker haben uns überrascht, als sie vom Sammelbecken aus angriffen, die Nachhut töteten und die Haupttore öffneten. Jetzt tanze ich den Tanz des Todes. Hm. Für Vita! Wow. Öffnet die Tore! Tretet beiseite! Sie werden jetzt jeden Augenblick... Die sind nur mit ihren Fäusten bewaffnet. Ist das euer Scheiß ernst, Leute? Ich bin ein Bauer, kein Soldat. Ich weiß nicht, wie man diese Waffe benutzt. Das ist scheiße. Du musst doch wissen, wie du deine Waffe führst. Ich bin ein Bauer, kein Soldat. Was ist das für eine Armee? Das ist doch... Scheiße ist das. Kein Wunder, dass sie da abkacken, als wäre es nix. Entschuldigung, irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Und ich wüsste gerne was. Muss ich die versiegelten Särge vielleicht doch öffnen? Vor allen Dingen, warum sind sie versiegelt? Wer ist da drin? Adlige. Hier liegt Graf Krasan Vetan, dem die Liebe zur Familie so viel bedeutete. Gräfin Glanz im Hain, Obergelehrte von Vetan und Botschafterin von Schwarzmarsch. Ich glaube, das bringt nichts, die Särge aufzubrechen. Gräfin Gideen, eine farbige Dame, von der wir alle so viel lernen konnten. Hm. Was? Esrin Vetan, edler Eroberer und gerechter Führer, Führer und Anführer unseres Volkes. Sorry, habe ich falsch gelesen. Hallo? Nix Führer hier. Sag mal. Vorgänger bringt nichts. Hm. Hm. Ist das normal, dass hier eine Fackel ausgegangen ist? Warum ist hier eine Fackel aus? Hat das irgendwie einen speziellen Grund? Nö. Ist einfach aus. Hm. Nein! Nein, 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 nein. Das sollten wir nicht machen.
Oder eben doch? Tja, ich weiß es nicht. Das ist das Ding. Also wir haben der Bogenschützin geholfen und wir haben... Ich muss jetzt noch dem Waffenschmied helfen, aber wie? Vielleicht braucht... Der braucht, glaube ich, eine Waffe. Kann das sein? Da liegt die Puppe. Wieso liegt die Puppe eigentlich? Da habe ich die nicht im Inventar liegen? Nee, habe ich nicht. Ich habe sie nicht im Inventar liegen, ich kann sie aber verbrennen. Was ist das denn? Sollen doch die Soldaten mit den Fanatikern kämpfen? Ich habe bessere. Ich habe das Gefühl, dass wir die Puppe tatsächlich verbrennen sollen. War meine Sünde. Passt auf euch auf. Ja, ja, schon klar. Die sind da gemütlich da am Schnabulieren. Ja, deine Einstellung ist für die Tonne, wissen wir. Ich bin doch kein Bürgerlicher, dass ich das Schwert aufnehmen müsste. Soll doch der Pöbel sein Leben riskieren, nicht ich? Nee, 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 nee. Keine gute Meinung. Ah ja. Durch die Erschöpfung. Ihr solltet zurück. Es war mir eine Ehre, Prior Dreh zu helfen. Der Schmerz der Stichwunde war nur ein geringes Opfer, um seine Magie wiederherzustellen. Für Vitan! Habe ich denn jetzt ein Kopfgeld? Nö. Ich habe einen gespenstischen Dolch der Erschöpfung in Rowald Drehs Räumen gefunden. Ich frage mich, gegen wen oder was er ihn benutzen wird. Sollen doch die Soldaten mit den Fanatikern kämpfen. Ich habe Besseres zu tun. Kann ich den Dolch denn irgendjemand anderes geben? Zum Beispiel dem Ork? Oder ihm hier? War meine Sinn. Nee. Ihm kann ich überhaupt nicht helfen. Tschüss. Ich habe echt das Gefühl, ich muss die Puppe verbrennen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Oder ich muss den Dolch verbrennen vielleicht. Ich schütze Vita. Ich werde mal alle was probieren. Ich habe ja den Dolch. Mal sehen, ob ich den verbrennen kann. Oder kann ich den anderweitig benutzen? Warte mal. Hä? Da ist doch keiner. Öffnet die Tore. Lasst die Horde herein. Bringt nichts. Das Ding auch nicht zerstören oder so, ne? Schwierig. Grabstein eines Bürgers. Bis zu seinem Ende machtbesessen starb Lowald dreht in Schande. Eines Soldaten. Hier gibt es auch keinen Weg mehr, ne? Er will anscheinend unbedingt, dass ich die Puppe verbrenne, obwohl ich die gar nicht bei mir habe. Er will unbedingt, dass ich die verbrenne. Anscheinend muss ich den einen Zauberer wirklich beides geben. Sowohl den Dolch als auch die Dings. Gut, dann nehmen wir die Puppe halt nochmal. Ich muss die Puppe anscheinend wirklich verbrennen. Warum? Warum muss ich die verbrennen? Sie haben an meiner Macht gezweifelt. Ihr meint diese alberne Puppe? Ich glaube, er ist etwas zu gut von Fürst Chiogorath gesegnet worden. Er steht auf der Liste, allerdings nicht ganz oben. Bestimmt nicht ganz oben. Geht bitte. Meine Geliebte. Meine Verlobte muss krank vorsorgen. Und dann haut er ab. Hey,
Das ist genau das Falsche. Öffnet die Tore! Lasst die Horde herein! Ich kann auch nichts da reintun. Irgendwie ist Getriebe, um das Tor zu zerstören. Oder kaputt zu machen, irgendwie so. Mir bleibt anscheinend wirklich nichts anderes übrig, als diese blöde Puppe ins Feuer zu werfen. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber anscheinend soll ich das machen. Ich muss einen Soldaten in den Tod schicken. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber gut, dann soll es halt so sein. Dann ist es eben so. Tut mir leid für ihn, aber wenn das Spiel das von mir verlangt... Jetzt kommt die Frage, wollt ihr die Puppe ins Feuer tun? Nein. Ich muss es leider. Ich habe die Puppe in den gespenstischen Flammen verbrannt. Jetzt hat der Rathaus keinen Grund mehr, seine Braut zu suchen, denn sie ist nicht mehr. Ich sollte es ihm mitteilen. In den gespenstischen Flammen verbrannt. Ich weiß nicht, warum ich dazu in der Lage war, doch es muss einen Zweck erfüllt haben. Ja, er stürzt sich jetzt wahrscheinlich gleich ins Schwert, wenn wir Pech haben. Tod den Fanatiker! Bitte! Ihr habt sie verbrannt. Sie ist nicht mehr. Ihr habt meinem Leben allen Sinn genommen. Ich werde mich in die Schwerter der Fanatiker stürzen, sodass ich bald wieder bei ihr bin. Ob das jetzt so gut war? Er flieht trotzdem. Also bringt das überhaupt nichts. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Meine Verlobte ist tot. Ich kann nicht ohne sie leben. Ich hoffe nur, ich kann einen Fanatiker mitnehmen. Dann tue das. Ja, warum kämpfst du dann nicht? Kämpf! Jo! So muss das sein. Ich habe die Verhandlungsweise von 3 Verteidigern geändert und dennoch kommt einer der Fanatiker immer noch an die Verteidiger vorbei. Hier kann ich nichts mehr tun. Vielleicht kann Graf Sirion mir helfen. Einer schafft es immer noch. Okay. Sirion. Ich fühle mich verändert. Der Fluch fühlt sich irgendwie leichter. Ja, aber 3 jetzt verteidigen können. Die Verteidiger des Tores waren nicht die einzigen, die ihre Stadt im Stich ließen. Meine größte Schande ist, dass ich der Feigheit erlag und floh. Den Dolch. Wie meine Leute bin ich dazu verdammt, meine feigen Handlungen zu wiederholen. Allein kann ich dieses Unrecht nicht wieder gut machen. Ihr jedoch könnt es. Nehmt meinen Helm. Damit könnt ihr meinen Platz bei der Verteidigung des Tores einnehmen. Besiegt den feurigen Fanatiker im Kampf und der Fluch wird aufgehoben sein. Doch lasst euch warnen. Solange ihr den Helm tragt, seid ihr einer von uns. Ihr seid in diesen Ruinen gefangen, bis ihr unseren Fluch aufhebt. Na, das klingt ja nett. Graf Sirions Helm hinzugefügt. Die Kampfgeräusche stören mich. Okay, wir müssen uns also um den einen kümmern. Wieso stirbt er schon vorher? Stirb, treuloser Priester! Weig auf Vita! Weig auf Vita! Ja, töte dich selber, gute Idee. Wo ist er jetzt hin? Der war einfach schon vorher weg. Hä? Dann kommt er wieder? Was ist das denn für eine Scheiße? Vitan ist verloren! Vitan ist verloren! Vitan wird fallen! Nein, wird's nicht. Denn du wirst fallen. Ich habe den feurigen Fanatiker besiegt. Der Fluch von Vitan ist aufgehoben. Ich kann ihn trotzdem nicht anklicken. Beziehungsweise kann ich schon, es bringt nur nichts.
habt den Fluch aufgehoben. Ganz Vitan dankt euch. Ihr könnt meinen Helm behalten, mir hat er nie viel genützt. Okay. Die Geister von Vitan wurden zur Ruhe gelegt, durch der Erschöpfung entfernt. Ja, den brauchen wir nicht mehr, genau. Stahlpfeil. Okay. Jo, dann sind wir hier fertig. Die haben wir befreit. Sheogorats Reich. Gut. Sehr schön. Haben wir das geschafft. Das hat auch gar nicht lange gedauert. Sehr schön. Dann sind wir hier fertig. Perfetto. Dann werde ich das gleich mal speichern, damit ich das auch ja gesichert habe. Dann müssen wir echt die Puppe verbrennen. Wie übel ist das denn, ey? Um mit denen zu motivieren, dass er kämpft. Das ist ja richtig übel. Okay. Vor allen Dingen, ich dachte erst, als er... Was ist das denn? Vor allen Dingen, ich dachte erst, als er sagte Frau, dachte ich erst, er hat eine richtige Frau. Aber nee, es war eine Puppe. Okay. Ja. Gut. Okay. Kann ja alles... Kann ja jeder eine unterschiedliche Frau haben, ne? Hat jeder so seinen Fetisch, ne? Sag ich mal so. Jedenfalls werden wir uns jetzt weiter hier fortbewegen. Oh, hier ist ein Behälter. Den werden wir uns auf jeden Fall gleich mal angucken. Aber erstmal hauen wir hier den Skallon weg. Oder Skellen oder wie auch immer. Skallonenflosse. Danke. Und hier ist ein netter Behälter. Beinschienen, größerer Seelenstein, 79 Gold, makelloser Rubin und Wahnsinnserz. Danke. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Okay, ich habe jetzt gerade irgendwas Xedilian. Aha. Haben wir gefunden. Eine Festung, die offenbar belebt ist. Au. Ich glaube, der fällt gleich runter. Ja, der fällt runter. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr klug, einfach runterzufallen. Und da sehe ich eine Kiste. Gut, dass er runtergefallen ist. Einfach immer draufhauen, bis nichts mehr geht. Und nochmal Wahnsinnserz. Danke. Und noch mehr. Jawohl. Immer her mit dem Wahnsinnserz. Je mehr, umso besser. Manchmal habt ihr ja vielleicht schon in den Ladebildschirmen gesehen, dass es da Tipps für gab. Schon wieder so einer? Oh, ist aber ein Peiniger. Der sollte leichter zu besiegen sein. Danke. Nein, den Knochen wollte ich nicht haben, aber das Wahnsinnserz nehme ich mit Freuden. Das Pelz kannst du auch, und den Pelz kannst du auch haben, den brauche ich auch nicht. Oh, Wahnsinnsschild, Wahnsinnsbrustharnisch, okay. Also zwei Wahnsinnssachen. Okay, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ah ja, hier sind wir. Wir kommen langsam... Moment, wie heißt die Stadt? New Sheort. Neu Sheort also. Das ist also sowas ähnliches wie die Kaiserstadt, nur in noch kleiner. Oh, ich habe keinen Helm auf.
Das ist aber Sünde. Wie freizügig sie einfach rumrennt. Nee. So, was ist denn das mit dem Helm? Was hat das damit jetzt auf sich? Cerions Helm. Schwere Rüstung blockieren 10. Interessant, aber ich nehme lieber das. Magiespiegeln 12%. Zauber wie... Nee, Magie widerstehen, Entschuldigung. 12% und... 12% widerspiegeln. Ist auf jeden Fall stärker als der Ring von Namira. Hat aber halt den Nachteil, dass der Schaden nicht mehr reflektiert wird. Hm, blöd. Das heißt, ich würde eine Sache wahrscheinlich ganz... Was ist das denn hier? Das heißt, er würde eine Sache komplett wegfallen. Das ist nicht gut. Weil Schaden reflektieren hat mir bisher gut geholfen, wenn ich ehrlich bin. Das hat unsere Gegner bisher immer ganz gut getötet. Doch, muss man ja schon sagen. Aber bislang, ich will es nicht zu sehr heraufbeschwören, aber bislang, vorsichtig ausgedrückt, läuft es gut. Oh, was ist denn hier passiert? Ach, das ist passiert, alles klar. Blutinsellager, ja, ich glaube auch. Das sah mehr als ein bisschen Tagesblutung aus. Da hat nicht jemand seine Tage gehabt, das war ein bisschen mehr. Nicht böse gemeint. An diejenigen, die wirklich daran leiden und darunter leiden müssen. Also an alle weiblichen Zuschauer da draußen. Ich weiß, dass das nichts Lustiges ist. Haltbare Elfenaxt. Ich lasse sie mal da... Oh, Bernstein-Schildmatrix. Okay, ich habe eine Matrix gefunden, die aussieht, als sei sie eine Gussform für eine... Ups. Sorry. Ich lasse die Axt mal da drin. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das ein Questgegenstand ist. Wenn das tatsächlich so ist, dann werden wir sie sowieso dann kriegen, spätestens wenn wir da sind. Huch, was war das denn gerade? Da war gerade ein Grafikfehler drin. Aua, boah, der tritt mich einfach, hallo? Frecher hier. Ganz frecher Kerl hier. Geht ja wohl gar nicht, da tritt er mich einfach. Was für eine Sau. Der tritt mich einfach. Aber nicht nett. So. Okay, soweit so gut. Da hinten sehe ich eine Höhle. Die Brücke ist im Arsch, das würde ich auch sagen. Und zwar nicht nur ein bisschen, die ist richtig im Arsch. Danke, dass du mich mit deinem blöden Schweigenzauber erwischt hast. Stirb, du Dämonenholz! Geht doch. Ich meine, die werfen auch Bernstein ab. Aber anscheinend ist die Chance, den zu kriegen, extrem gering. Sumpfgashöhle. Klingt ja auch nett. Och nö, schon wieder so ein Gehölz. Und erwischt mich natürlich voll gleich mit seinem Schweigenzauber. Vielen Dank auch. So, erledigt. Da ist noch so ein Vieh. Danke, ich lasse es mal Vieh sein. Hm. Was? Ich hatte da gerade zuerst was gesehen. Nee, alles gut. Ich glaube, da war nichts. Ich muss sagen, die Pilze, die hier so unterwegs sind, die erinnern mich auch sehr stark an Morrowind irgendwie, muss ich sagen. Also das Spiel scheint schon ein bisschen mehr in Richtung Morrowind zu gehen, tatsächlich. Ich mal bedenke, dass Morrowind früher durch sein eines Add-on in Richtung Skyrim ging. Wieso nicht? War klar. Hui!
Also, die haben also auch Magier. Interessant. Und gleich nicht mehr. Sag hier, jetzt nicht mehr. Seetangblas. Gasblase, okay. Und natürlich ist hier eine Kiste mit Pfeilen, mit Trank, Seelenstein und ein bisschen Geld. Sehr schön. So, jetzt müssen wir kurz mal checken. Wo sind wir? Wir sind auf dem Weg in Richtung Neu-Sheort. Da wollte ich aber nicht hin. Tatsächlich. Also nach Neu-Sheort müssen wir sowieso, das ist klar. Aber ich wollte ja erstmal die Gegend von dem Reich hier erstmal komplett erkunden. Von Dementia, bevor wir nach Neu-Sheort gehen. Damit wir möglichst nicht so viel laufen müssen. Auch wenn das Gebiet nicht ganz so groß ist wie Cyrodiil. Aber trotzdem würde es uns einiges erleichtern, glaube ich. Da haben wir hier wieder eine Adlige. Die kriegt auch erstmal auf die... Aua. Auf die Schnauze. Jo, und tschüss. Nochmal einen finalen Schwertstreich hinterher. Einmal mit dem Schwert streicheln. Guten Tag. Die heulenden Hallen. Klingt auch nett. Oh, das klingt nach Eiferer. Hallöchen, Popöchen. Sag ich doch, Eiferer. Oh, das war die erste Eiferin. Für die hat sich's ausgeeifert. Ja. Alles klar, los. Guten Tag. So, und tschüss. Interessante Waffen habt ihr da. Lassen sich gut verkaufen. Aber ich werde gleich mal den Weg zurück antreten, glaube ich. In die andere Richtung, weil wir sind ziemlich nah an Neu-Sheort dran. Mittlerweile. Autsch. Ja, Wiederherstellung können wir eh nichts mehr machen, weil... Oh, ich glaube, ich weiß, welcher Ort das ist. Glaube ich. Ja, der ist es, glaube ich. Oder doch nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, super, Lars. Erst denke ich, es ist der Ort, und dann ist er es doch nicht. Vielleicht verwechsle ich die auch. Oh. Ach so. Ich wollte gerade sagen, was machen denn Muscheln hier? Aber das sind gar keine Muscheln. Ha. Geil, Lars. Ja, da haben wir den Zugang zur dunklen Seite, hätte ich jetzt gesagt. Weil Dementia ist ja die dunkle Seite von Shivering Isles, während Mania die helle ist, mehr oder weniger. Was? Hallöchen. Ich bin zwar kein Agonia, aber trotzdem ist es keine gute Idee, mich unter Wasser anzugreifen. So. Da hast du jetzt davon. Agonia können nämlich so lange tauchen, wie sie wollen. Durch ihre Kiemen. Die haben ja, glaube ich, Kiemen. Deswegen ist das für die kein Problem. Guten Tag. Scheiße. War ich doch ein bisschen spät dran mit meinem Schweigen, mit meinem Zauber. Hat mich ein bisschen eher erwischt. Aua! Stirb doch endlich mal. Danke. Ja! Bernstein! Sehr gut. Wir haben Bernstein bekommen, aber ich habe immer noch Kampf... Ach hier, deswegen. Okay, jetzt ist Ruhe. Mal sehen, können wir den Ort schon aufdecken? Bevor wir reingehen. Wäre natürlich cool. Ach, guck mal an, hier ist auch noch ein Lager. Interessant. Tiegeln haben wir aufgedeckt, sehr gut. Und da steht übrigens eine Wache, die übrigens komplett neu ist. Die dunkle Verführerin. Wahn Gottes Segen. Mhm.